Hallöchen zu einem neuen Video. Heute werden wir uns mal zusammen die Orchidee hier hinten vornehmen. Die ist auch so zweistöckig. Bei ihr wird es halt wirklich Zeit, dass wir sie umtopfen. Sie braucht dringend neue Erde. Und ich glaube, wir müssen erstmal anschauen, wie die Wurzeln aussehen, die sie jetzt hat. Und wahrscheinlich müssen wir auch sehr viel abschneiden. Wir gucken mal zusammen, wie das so aussieht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, dann gucken wir uns mal an, wie die Wurzeln bis jetzt aussehen. Also ich denke, da sind schon einige gute dabei, die noch gesund aussehen, aber auch einige, die schon ein bisschen alt sind und auch nicht mehr leben. Deswegen werden wir sie mal aus dem Topf hier holen. Okay, so sehen jetzt die Wurzeln aus. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Ich werde mal mein Messer holen oder meine Schere und dann werden wir mal gucken, was wir hier abschneiden. So, also diese Wurzeln, die so ein bisschen so ganz weich sind und vertrocknet, die werde ich natürlich komplett abschneiden. Bei dieser Wurzel zum Beispiel sieht es eigentlich auch so aus, als wäre sie nicht mehr so lebend. Aber der untere Teil hier, der ist ja neu und sieht auch sehr gesund aus. Deswegen werde ich den natürlich irgendwie dran lassen. Und ich würde sagen, wir tun das irgendwie einfach so vorarbeiten, müssen wir mal schauen. Und hier ist ja auch eine neue Wurzel. Hm. Ich habe auch überlegt, ob ich diesen Ableger, den sie hier gemacht hat, ob ich den abschneide oder ob ich ihn dran lasse. Aber eigentlich finde ich es ganz cool, wenn er dran bleibt. Das ist übrigens dieser Anzuchtstopf noch. Oder von dem, ja, von der kleinen Orchidee, wo sie sich großgezogen haben. Deswegen ist dieses Teil hier noch dran, dieses Kokos irgendwas. Genau, ich würde sagen, jetzt fangen wir mal irgendwo an. Okay, also im Endeffekt ist dieser gesamte untere Teil tot. Deswegen werde ich den da auch hier so abschneiden. Das sieht jetzt sehr brutal aus, aber ich glaube, da unten wird eh nichts mehr draus wachsen. Und ja, das werde ich jetzt mal machen. So, ich glaube, ich würde das jetzt so lassen. Die Wurzeln, die jetzt noch dran sind, fühlen sich eigentlich noch ganz gut an. Und auch die Enden davon sehen eigentlich recht frisch aus. Deswegen würde ich es jetzt einfach mal so belassen. Hier oben schneide ich nichts ab. Das sieht ja eigentlich alles noch ganz gut aus. Und ich würde sagen, das können wir jetzt wieder einpflanzen. In schöne, frische Erde. Eingetopft. Ich werde mal keinen Stab mit dazu machen, sondern ich lasse es erstmal so.
Ich werde sie auch jetzt erstmal nicht gießen, ein paar Tage, also so, weiß ich nicht, 1-2 Tage werde ich sie erstmal nicht gießen, weil das ja frische Schnittstellen teilweise sind und ich möchte nicht, dass da irgendwas fault oder irgendwie so. Deswegen will ich da erstmal warten. Ja, ich hoffe, das tat ihr ganz gut. Und ich hoffe auch, dass sie bald für mich mal blühen wird. Ich weiß leider gar nicht, welche Blüte das sein wird. Welche Farbe oder so, weil die ist erst recht neu in meiner Sammlung. Und ich weiß nicht, wie sie blühen wird. Und bin aber auch sehr gespannt, was das für eine Farbe sein wird. Ich werde sie euch gleich nochmal in dem Übertopf zeigen. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem erstmal gefallen und vielleicht war es auch irgendwie hilfreich. Meine anderen Orchideen, die ich jetzt schon länger in meiner Pflege habe, das mache ich, also habe ich bisher immer so gemacht, so rum. Und es hat sich bis jetzt auch keine beschwert. Denen geht es eigentlich allen ganz gut, deswegen denke ich, kann das nicht so verkehrt sein. Und ja, ich hoffe, das kurze Video hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!